Ciao und herzlich willkommen bei Love Cooking. Heute wieder mit meiner Schwester am Start. Wir wünschen euch einen schönen 4. Advent. Vierter Advent. Hier haben wir heute einen neuen Gast, ja, Nikolauso. Oder Weihnachtsmauso oder Weihnachtsmannus. Und wir machen heute, was machen wir heute? Wir machen heute Herzogin-Kartoffeln. Sehr gut. Das heißt, wir haben Kartoffeln schon gekocht. Die sind noch ganz heiß. Die müssen auch heiß sein. Wie haben wir die rausgeholt? Weich? Genauso, wie sie sein müssen. So, wie das auch ist. Okay. Wie für Kartoffelpüree. Perfekt. Dann? Kommt da rein Butter, Eigelb, Muskatnuss, ein bisschen Wasser. Ja. Das war's. Salz und Pfeffer. Salz ist ja schon bei den Kartoffeln drin, ne? Und Pfeffer kommt nicht rein. Okay. Sehr gut. Ja, Wasser habe ich hier. Sehr gut. Oh, Muskatnuss. Gruß geht raus, ja, an meinen lieben Kollegen Stefan, der versorgt mich immer. Ach, ja, der schön. Hat immer so ein paar Überraschungen und sagt auch, ach, ich habe auch was. Und dann hat er mir letztens mal, habe ich mich total gefreut. Lieber Pferd, Gruß geht raus an Stefan. So, super. Was machen wir jetzt? Eier trennen. Eier trennen. Wie viele Eier brauchst du? 10 Eier. Wir haben 2,5 Kilo. Alle 10 Eier? Alle 10 Eier. Wir haben 2,5. Wisst ihr, was das kostet? Kilo? Ja. Die Eier sind dürr geworden. Ist so, wenn die Familie einlässt, dann wird es teuer, ne? 10 Mal? Okay. 10 Stück, genau. Ich packe schon mal die Butter hier rein. Ich trenne das. Schon mal schmilzen. Warum habe ich 3? Was geht ab? Das ist zu viel. So, ne? Genau. Okay. Zack. Ich trenne die Eier. Dauert ja nicht mehr lange, da haben wir schon Heiligabend. Du erinnerst dich an unseren Heiligabend, wo wir mal überrascht wurden mit unserem Meerschweinchen? Ja. War das nicht das Schönste? Das war das Schönste. War echt das Schönste. Wir haben alle beide Meerschweinchen bekommen. Wir mussten echt den ganzen Tag im Zimmer bleiben und durften nicht raus bis abends. So habe ich das nicht mehr in Erinnerung. Aber auch, ich aber. Du bist ja auch 25 Jahre älter. Ich. Na klar. So, echt durften wir nicht raus. Nein. Weil die sonst gequietscht hätten, ne? Genau. Ja. Boah, das war eine richtige Überraschung. Wir kamen da an. Deiner hieß Alf, meiner hieß Nero. Deiner ist früher gestorben, ne? Ja, meiner ist früher gestorben. Ich habe meinen auch besser gepflegt. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ja. Auf jeden Fall ist er auch sehr alt geworden. Ja. Was schätzt du, wie alt meiner geworden ist? Ich weiß es noch. 5 Jahre? Nee. 7,5, also fast 8 Jahre. Mhm. Na? Wenn meiner früher gestorben ist, weiß ich. Dann haben wir einmal am Heiligabend, das war auch nicht schlecht. Da haben wir die Geschenke vertauscht. Weißt du das noch? Ja. Und wir wollten Pulli, keine. Im Pulli und eine Hose, ne? Nee, ich habe sogar Schuhe mit Absatz bekommen. Ich habe Schuhe mit Absatz, deine Schuhe bekommen. Ja, und ich habe. Und ich wollte nicht unverschämt sein. Ich wollte nicht unverschämt sein und habe dann noch gesagt, oh, toll. Und dann hat die Mama dann gesagt, oh nee, wir haben die Geschenke vertauscht. Ja, so war das. Ja, war immer schön. Aber wir müssen ja direkt sagen, wir hatten kein traditionelles Weihnachtsessen, oder? Also wir haben mal Fondue gemacht, dann haben wir Hummer, kann ich mich erinnern, Fisch haben wir gemacht. Ja. Und als Nachtisch, das weiß ich aber immer noch, was es da immer gab. Überleg mal, was hatten wir immer, was heute eigentlich gar keiner mehr kauft, gibt es aber immer noch. Also es ist für viele nichts Besonderes mehr, für uns war es damals. Diese Königsrolle. Dieses Eis, wo außen die Schokolade ist, da kommt die Vanille und dann kommt die Erdbeere. Das mochte ich aber nicht so gern. Ja, das haben wir aber jedes Heiligabend. Sagt das nicht der Mama, ja? Das mochte ich irgendwie nicht so gern. Bruder, ich brauche die Reibe. Ich muss den Muskatnuss. Du hast mich abgelenkt. Schwester, komm. Kommst du hin? Oh, ich... Marcella muss noch ein paar Zentimeter wachsen, ne? Wie groß bist du eigentlich? 1,57. Ja, das ist doch okay. Ist nicht zu klein. Nee, ist nicht zu klein. Aber du kannst halt nicht sagen, dass du meine große Schwester bist. Die Nuss ist weg. Die Nuss ist fort. Das sage ich den Stefan. Kriegst aber richtig Ärger. Muss ich sauber machen. Genau. Salz? Ja. Salz. Gut salzen, ne? Mhm. Dass das auch die richtige Würze hat. Boah, da hast du mir aber echt was Schönes geschenkt. Sehr schön. Nächste Woche rufe ich dich auch mal an, wenn wir Weihnachten haben. Wir sehen uns, ne? Mach auch ruhig mal ein bisschen mehr Muskatnuss. Weihnachten feiern wir immer zusammen mit Familie. Ist immer schön, ja. Noch mehr? Nee. Boah, du hast sie voll in die Eier reinfallen lassen. Ja. Ah! Siehst du?
das kommt. Karma. Du hast, Karma. Ja, ja. Kommt immer alles wieder, ja? Ja. Kommt immer alles wieder. So, Pfeffer auch. Warte, Pfeffer. Pfeffer. Pfeffer, Pfeffer, Pfeffer. Zack, zack. Und noch mehr Pfeffer. Ja, Pfeffer, Pfeffer, Pfeffer. Okay. Wasser. 10 Esslöffel Wasser. 10. 10 Esslöffel. Du mit deinen 10 Eier, 10 Esslöffel. Ja, ist so. Lass doch mal frei Schnauze machen. Ja, wie viel ist denn bei dir frei Schnauze? Ja, ja, dann versorgst du. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das war ein bisschen mehr. Ja. Deswegen reicht das. Gut. So. Jetzt, du rührst das. Ich gebe die Eier nach und nach rein. Das okay. Müssen wir jetzt echt schnell machen, weil die müssen noch heiß sein. Okay, ich rühre. Nein, mit Mixer. Weiß ich doch. Ein bisschen Spaß muss sein. Schöner Brei. Oh, das gibt ein schöner Kartoffelbrei. Super. Guck mal hier. So, jetzt kannst du die Eier, glaube ich, nein, schon. Nein, nein, noch nicht. Das muss erst ganz fein sein. Ach so, okay. Oh, schon krank. Muss ich ablösen? Nein. Ich, starke Bruder. So, jetzt komm, tu mal rein jetzt. Das dauert ja bei dir alles so lange. Da ist ein Schatten. Du musst anders reinkippen. Sonst krieg ich direkt morgen eine Beschwerde von meiner Community. Oder heute noch. Ah, richtig. Schwester, sehr gut. Den Spritbeutel. Der Spritzbeutel einmal vorbereiten. Warum machst du denn das Ding hoch? Weil das sonst so alles klebt. Ja, aber guck mal, jetzt klebt hier. Ups. So. So, jetzt brauchen wir ein Backblech. Ja, habe ich schon alles vorbereitet. Sehr schön. Alles vorbereitet. Boah, Mann, ey, ich habe hier wieder rumgesaut, ey. So, warte mal. Ach, du willst das jetzt reinfüllen, ne? Das müssen wir jetzt reinfüllen, genau. Der Lifter. So. Ich halte den fest. Und ich brauche einen Löffel, den hier. Ja, das ist meine Muskatnuss kaputt gemacht. Kannst du das sauber machen? Genau. Verbrenne ich mir die Flossen. Besser du als ich. Nein, Quatsch, Schwester. Das war nur Spaß. Das war nur Spaß. Oh, jetzt hast du einen Fleck hier. Ich habe deine Hand auf mir. So. Warte mal. Genau. Warte mal. Wenn das zu dünn ist, dann wird das da schon rauslaufen, ne? Also Konsistenz ist gut, ne? Das sehen wir jetzt. Warte mal, ich wollte dich nur was fragen. Am Heiligen Abend sind wir nicht immer mit Zeitung austragen gegangen, an diesem Abend? Das weiß ich nicht mehr, wir sind oft Zeitung mit austragen gegangen. Ich habe das gehasst. Ich auch, boah. Aber guck mal, unsere Eltern waren echt da, gut, ne? Guck. Unsere Eltern waren richtig gut. Wir haben gute Eltern gehabt. Ja, auf jeden Fall. Was heißt ihr gehabt? Ich sag's Mama und Papa. Wir haben immer noch gute Eltern. Ja. Natürlich, ja. Wir haben eine schöne Kindheit gehabt. Auf jeden Fall. Die ist viel zu groß. Zu groß? Klar. Na komm, mach mal. Ich muss einfach nur so. Hä, wie viele Bleche willst du da machen? Aber das sieht echt gut aus. So. Ich wette mit dir, du bist zu nah dran. Das weiß ich nicht. Das sehen wir gleich. Habe ich immer tiefgekühlt gekauft. Wirst du nie mehr machen, wenn du die isst. Ich bin mal gespannt. So, die kommen jetzt in den Backofen. Ja. Ich habe den Backofen auf 180 oder, nee, 200 Grad. Ja, 180. Umluft. Ja, 180. 180 Grad. 180. Dann stell ich ein bisschen, und dann circa wie lange? 15, 20 Minuten, da musst du gucken. Circa 15 bis 20 Minuten sagt. Und ganz schnell, weil sonst passiert das, die werden platt. Naja, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht. Aber ansonsten, die werden auch nicht wachsen. Die bleiben so, ne? Ich denke, ja. Ich freue mich schon. Die Richter drauf. So, komm hier rein. Und, aua. Ha, Klappe zu. Oh, Schwester, die sehen gut aus. Oh, die sehen super aus. Den ich gemacht habe, der sieht blöd aus. Guck mal hier. Heiß. Was sollen wir machen? Wie lösen wir die? So, ne? Ja. Oh, ist ja. So, die ganze wunderbar. Boah. Und so einfach gemacht. Die probieren wir jetzt aber nicht. Oder? Die sind heiß.
probieren. Komm, nimm mal den kaputten da. Der ist nicht kaputt, das ist meiner. Kann man ja mal zeigen. Das ist seiner und das ist meiner. Seiner, meiner. Angeber? Kein Angeber. Heiß. Angeber? Kein Angeber. Heiß, heiß, heiß. Mmh. Und? Boah. Ja? Boah, geil. Und wirklich gut. Echt gut. Mhm. Super. Wenn euch dieser Clip gefallen hat, ja, freue ich mich, wenn ihr alle demnächst wieder dabei seid. Und zwar am ersten Weihnachtstag. Lass mal rechnen. Also noch 6 Tage, dann haben wir Weihnachten. Richtig? Ja. Perfekt. Dann machen wir jetzt... Dann machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal den, das Hauptgericht. Das ist dann? Schweinefilet im Bacon im Blätterteigmantel. Das machen wir. Das machst du. Ja. Ich guck dir zu. Wenn euch dieser Clip gefallen hat, ja? Die schmecken echt sehr, sehr lecker. Schwester, sehr, sehr gut gemacht. Dann freue ich mich, wenn ihr alle im nächsten Jahr dabei seid bei Love Cooking. Mein Name ist Domenico und... Marcella. Marcella. Ciao. Marcella.